Ramadan Kerim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, meine lieben Geschwister. Heute möchte ich mich mit euch darüber unterhalten, dass das Wissen, also der Ilm, vor den Taten, also den Amen, kommt. Denn sich das notwendige Wissen einer Tat anzueignen, ist sehr wichtig, bevor man diese Tat anfängt zu vollziehen. So ist es zum Beispiel Pflicht, sich das notwendige Wissen einer Tat anzueignen, die Farz ist. Und es ist Sunna, sich das notwendige Wissen einer Tat anzueignen, die Sunna ist. Warum man sich nicht einfach so auf Taten losstürzen kann und was das für Nachteile haben könnte, das zeigen wir dir jetzt in diesem Video. Mujahid, Bruder, es kommt langsam die Zeit. Wir müssen fi sabilillah was machen. Das Leben macht keinen Sinn mehr, Bruder. Wir müssen für die Akhira arbeiten. Du hast recht, Bruder. Aber wie stellst du dir das vor? Welchen Weg willst du gehen? Ich brauche erstmal Wissen. Ich werde mir Wissen erlangen und ein Alim werden. Ich werde mich auf den Weg machen, ein Gelehrter zu werden. Nachdem ich ein Gelehrter geworden bin, werde ich nur noch für Allah beten. Bruder, das ist doch alles okay. Aber weißt du, wie lange es dauert, so viel Wissen zu erlangen? Bis dahin kann man ja so viele Anbetungen und gottesdienstliche Taten verrichten. Ich werde nicht mit dir kommen. Ich werde mich zurückziehen und meine gesamte Zeit nur mit Allah verbringen. Jeder darf selber entscheiden. Dann sollst du sein. Lass uns auf den Weg machen. Bruder, pass auf dich auf. Viel Erfolg, Bruder. Dir auch. Schaut, Mujahid vermisst ja. Ich gehe ihn mal besuchen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh, Hamza, mein Bruder! Mujahid, Bruder! Wie sehr ich dich vermisst habe! Wallah, Bruder, ich dich auch! Wie schön, dass du gekommen bist! Mujahid, ich hab dich so vermisst, Bruder! Wie geht's dir? Was machst du so? Alhamdulillah, Bruder! Wie du siehst, bin ich nur mit Beten und Zikr beschäftigt. Aber... Aber was? Was ist los? Bruder, als ich hier gebetet habe, dann ist mir die ganze Zeit eine Maus um die Quere gekommen. Und das hat mich so sehr gestört, dass ich sie einfach getötet habe. Aber nach einer Zeit habe ich es so bereut. Deshalb habe ich die tote Maus in meinem Turban gewickelt und 10 Jahre lang mit dir im Turban meine gottesdienstlichen Taten verrichtet. Meinst du, Bruder, dass ich das Töten der Maus dadurch wieder gut gemacht habe? Bruder, ob du das Töten wieder gut gemacht hast, das kann ich dir nicht sagen. Aber du musst deine ganzen Gebete in den letzten 10 Jahren alle wiederholen. Denn mit einer unreinen Substanz zu beten, macht das Gebet ungültig. Es gehört zu den Pflichten des Gebets, seinen Körper und seine Kleidung vor dem Gebet zu reinigen. Ah, nein. يا رمضان